Hallo und willkommen zum nächsten Teil der Nolan-Reihe, heute mit Inception. Der Film ist inzwischen 13 Jahre alt, inzwischen gibt es 5 weitere Nolan-Filme. Was diesen Film aber abhebt, ist der Genre-Mix. Es ist ein Heist-Movie, ein Charakterdrama, ein Spionage-Thriller und ein Science-Fiction-Film. Inception erzählt die Geschichte von ganzen 7 Figuren. Die Hauptfigur ist dabei Cobb. Er darf nicht mehr in die USA einreisen und damit seine Kinder nicht mehr sehen. Um wieder in die USA kommen zu dürfen, nimmt er Jobs von mächtigen Arbeitgebern an. Es sind aber keine gewöhnlichen Jobs, keine Attentate. Das Ziel ist die Beeinflussung von Menschen mittels Traumebenen. Man muss in den Traum von anderen einsteigen, denn da liegt ihr Unterbewusstsein oft. Dann starten wir in das eigentliche Abenteuer. Jemand muss beeinflusst werden und zwar noch viel größer und tiefgreifender als jemals zuvor. Wir tauchen ab in 4 Traumebenen, was zuvor noch niemand wagte. Die Zeit funktioniert dabei anders. Je weiter man abtaucht, desto langsamer vergeht die Zeit. Wenn wir nur ein paar Stunden träumen, können wir ja auch ganze Tage erleben. Um all das zu verstehen, führt der Film eine junge Studentin ein, der dann alles erklärt wird. Durch die unglaublichen Bilder Nolans lernen wir diese neue Welt kennen. Die Kritik, dass diese Art des Erklärens schlecht sei, kann ich nicht akzeptieren und muss ich hier dementieren. Nolan spricht nicht nur, er zeigt währenddessen auch. Diese Erklärungen werden gleichzeitig dafür genutzt, um die Charaktere zu etablieren. Dabei muss ich sagen, dass wirklich alle Figuren hier grandios sind. Hier hat Nolan wirklich bewiesen, dass er Figuren schreiben kann. Die schauspielerischen Leistungen sind durchweg brillant. Besonders hervorheben will ich aber Ken Watanabe, Cillian Murphy, Leonardo DiCaprio und Ellen Page. Besonders die letzten 3 waren dermaßen gut, dass ich schon fast sagen würde, dass das 3 der besten Performances des letzten Jahrzehnts sind. Auch visuell ist der Film absolut fesselnd. Von Paris bis in die Berge, alles sieht gut aus. Dabei ist der Film auch sehr actiongeladen, vor allem in dem an Bond angelehnten letzten Drittel des Films in den Bergen. Da Nolan für diesen Film allerdings kein IMAX nutzte, ist es aber auch nicht sein visuell beeindruckendster Film. Die Bilder werden hier dafür umso besser genutzt, um diese Welt des Traumes zu erschließen. Vor allem der Schnitt, der wahrscheinlich der beste in einem Nolan-Film ist, hilft dabei sehr. Hans Zimmer machte für diesen Film die Musik. Während Oppenheimer vielleicht den schönsten Soundtrack hat, hat Inception den besten in einem Nolan-Film. Der Umgang und Übergang zwischen Musik und Soundkulisse ist so fließend, dass man die beiden Sachen kaum auseinanderhalten kann. Ich habe wahrscheinlich noch nie so bei einem Film mitgefiebert wie hier. Der Grund, warum der Film so spannend ist, warum man so extrem mitfiebert, sind die Figuren. Man fühlt mit ihnen mit, man interessiert sich für sie, man wünscht sich für sie ein Happy End. Die größte Gefahr der Traumebenen ist, dass man sich darin verlieren kann. Wenn man Erinnerungen im Traum rekonstruiert, besteht die Gefahr, dass man vergisst, dass man eigentlich gerade nur träumt. So ist es eigentlich auch heute bei den Zuschauern der Influencer. Alle wollen den Lifestyle der Influencer leben, auch wenn es nur ein falscher Traum ist. Das ist der neue American Dream. Unseren Figuren wird das allerdings nicht bewusst passieren. Sie wissen, worauf man achten muss. Die Frage, die dabei aber interessant ist, ist, ob man eigentlich nicht lieber in dieser falschen Welt leben möchte. Möchte man nicht einfach vergessen, dass man nicht in der Realität ist? Das ist die große Frage des Films. Warum sollte man in einer realen Welt, wo Geliebte nicht mehr leben, existieren, wenn man doch einfach in einer eigens erschaffenen Welt leben könnte? Warum sich mit dem eigenen Leben beschäftigen, wenn man auch dem perfekten Influencer-Leben nacheifern kann? Der Film hält dabei auch eine Antwort parat, die aber nicht eindeutig ist. Die Interpretation vom Ende bleibt dem Zuschauer selbst überlassen. Es ist damit das wahrscheinlich beste offene Ende jemals. Denn dieses Ende gibt die Antwort darauf, ob wir nicht schon heute alle nur noch träumen. Denn wir leben hier in Mitteleuropa in einer Welt mit dem Gedanken, alles in frei, jeder kann das machen, was er will. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, dass wir hier nur an der Grenze sind, an der Grenze zu Polen, an der Grenze zu Tschechien, zu der Slowakei, zu Kroatien, alles Länder,
die immer noch halbdiktatorisch geführt werden und wo immer noch Frauen unterdrückt werden, direkt neben uns. Inception ist ein brillanter Science-Fiction-Thriller. Er ist intelligent, großartig inszeniert und unfassbar spannend. Ich kann diesen Film mit vollster Überzeugung die vollen 10 von 10 Punkte geben, die er verdient. Wie findet ihr den Film? Wie interpretiert ihr das Ende? Schreibt es in die Kommentare. Ciao.